Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute steht eine Folge an, auf welche ich mich bereits seit Wochen freue. Zu Gast ist die sympathische Annika, aka Anni Sleeps. Ja, richtig gehört, es geht in der heutigen Folge um das Thema Schlaf. Denn Anni ist Schlafexpertin und sie weiß, wovon sie spricht. Nebenbei trainiert die attraktive Powerfrau Weightlifting und wärmt sich mit Gewichten auf, welche ich vermutlich als One Rep Max auf meine Langhantelstange lade. Zudem scheint ihre Amygdala in ihrem Gehirn nicht wie bei mir zu funktionieren, da sie mit ihrem Mountainbike Trails runterfährt, welche ich nicht einmal zu Fuß beschreiten würde. 12 Stunden Training pro Woche, 60 Stunden arbeiten und nebenbei das Ganze aussehen zu lassen, als ob es das Normalste der Welt wäre. Wie geht das? Wer physisch und mental so fit sein will wie Anni, darf vor allem einen Punkt nicht vernachlässigen. Das Regenerationstool Nummer 1, Schlaf. Darauf hat sich Anni spezialisiert und hilft Menschen dabei, ihren Schlaf zu optimieren. Ich liebe, dass sie sagt, macht zuerst die Basics richtig, bevor ihr irgendwelche Apps, Brillen und andere Dinge verwendet. Was diese Basics sind und wie du deinen Schlaf optimieren kannst, möchte ich heute mit Anni besprechen. Deshalb, herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast, Annika, aka Anni Sleeps. Bist du ausgeschlafen und bist du ready? Natürlich, hi. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich diesen Sockel auch bestätige, auf den du mich gerade gehoben hast. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber du hast ja gemeint, ich sei schwindelfrei. Ich bin gespannt. Sehr cool. Wie gesagt, wenn ich richtig recherchiert habe, dann war bei dir der Schlaf eigentlich nicht immer optimal oder zumindest nicht so das Regenerationstool Nummer 1, wie das vermutlich hätte sein müssen. Und wenn ich richtig recherchiert habe, hast du mal mit CrossFit dich komplett an die Wand gefahren. Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, dass ich dasselbe durchgemacht habe. Und mir geht es gar nicht darum, hier CrossFit in irgendeiner Form schlecht zu reden, sondern vielmehr, nimm uns mal an diesen Punkt mit, wo du von deinem Körper eigentlich auch das Signal bekommen hast, hey, so geht's nicht weiter. Ja, ganz genau. Also ich sage auch immer, Schlaf ist nie ein Thema, bis man ein Problem mit Schlaf hat. Und das war bei mir auch so. Also ich hatte CrossFit angefangen und bis dato war eigentlich alles gut. Habe mich ganz gut gefühlt, vorher immer schon irgendwelchen Wettkampfsport gemacht und ich glaube, das war auch das Problem bei mir. Habe CrossFit nämlich dann unter dem Aspekt angefangen, dass ich dort auch Wettkämpfe bestreiten wollte. Und ja, wie du gesagt hast, man kann sich damit super an die Wand fahren, wenn man da blauäugig reingeht und denkt, mit 6 bis 7 Mal pro Woche Training, 2 Stunden, manchmal mehr, kommt man da besonders weit und besonders schnell ans Ziel. Das war bei mir nicht so. Ich gehe davon aus, dass es bei dir nicht so war. Und ich muss leider davon ausgehen, dass es bei vielen anderen Leuten auch nicht so ist. Und ja, du hast gemeint, du hast nicht besonders gut auf deinen Körper gehört. Ich auch nicht. Und ja, ich fürchte, dass es viele andere auch nicht tun, auch aktiv noch nicht tun, weil ihnen der Sport nun mal Spaß macht. Ein Gutes hat mir das Thema gebracht, und zwar den Schlaf. Das war so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich mich so besonders viel mit Schlaf auseinandergesetzt habe. Und ja, deshalb gibt es Anni Sleeps, wenn man so will. Sehr cool. Ja, bei mir war es einfach so, dass ich sehr viel, sehr intensiv trainiert habe und dann auch Wettkämpfe gemacht habe, bis ich irgendwann, und witzigerweise, da kommen wir jetzt wieder zu deiner Heimat, eine Woche bevor ich einen Wettkampf in Luzern hatte, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ganz gewaltig was nicht passt, weil ich irgendwann, also ich hatte schon über mehrere Wochen, Monate so das, ja Wochen, nicht Monate, aber Wochen das Gefühl, dass ich mich nicht besonders mehr leistungsfähig fühle, hatte so ein Plateau erreicht, es ging nicht mehr drüber weg, ich wurde frustriert, ich habe irgendwann angefangen, mitten im Training in Tränen auszubrechen und das Ganze endete dann eine Woche vor dem Wettkampf darin, dass ich an meiner Kaffeetasse vorbeigegriffen habe. Krass. Also absoluter Ausfall der Motorik. Und ja, es war mindestens eine Unterregeneration, aber ich gehe stark von einem Übertraining aus und das hatte ich dann später auch nochmal, weil ich natürlich nach dem Wettkampf nicht mit CrossFit aufgehört habe und auf meinen Körper gehört habe. Und ja, das war so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich überlegt habe, was ich falsch mache, dass ich so schlecht regeneriere. Und kam dann irgendwie in meiner ganzen Recherche immer wieder auf das Thema Schlaf zurück.
habe dann, auch wenn du es nicht gefragt hast, so den Weg zum Thema Schlaf gefunden und bin total dran hängen geblieben, wie man hört. Sehr cool. Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, bei mir war es genauso. Also ich habe zum Teil an Tagen, wo draußen 35 Grad war, habe ich in der CrossFit-Box irgendwie 2, 2,5 Stunden trainiert. Und wenn mich danach irgendjemand gefragt hat, ey, wolltest du nicht irgendwie dich an den See legen und so, dann habe ich gesagt, ey, also ich hatte irgendwie das Gefühl, mit der anderen Person stimmt was nicht. Und habe gedacht, ja, ey, warum bist du nicht hier? Warum trainierst du nicht? Und wie ich dir schon gesagt habe, hatte ich auch eine Firma mit meinem Bruder und da habe ich auch oft am Morgen früh habe ich Trainings geleitet, morgens um 5:30 und da weiß ich noch, da habe ich oft noch Insta-Stories gemacht mit Hashtag irgendwie Team No Sleep und habe das voll abgefeiert und das Gefühl gehabt, ey, ist mega geil, wenig zu schlafen, die ganze Zeit Hustle und Gas zu geben. Bis du dann halt wirklich so dieses Signal auch vom Körper bekommst. Und was du gesagt hast, ich finde das vor allem wichtig, dass du irgendwie hoffentlich bereits früher diese Signale erkennst und nicht erst, wenn du an der Kaffeetasse vorbeigreifst. Ja. Das ist ja schon so ein Level, wo du einfach merkst. Aber ich habe das Gefühl, es ist bei Menschen, es ist bei mir genauso, die relativ gut sich selbst auch quälen können und immer wieder an diese Leistungsgrenze gehen können. Die sagen einfach, Ich will, das muss gehen. Ich finde irgendwie einen Weg. Und der Körper, der findet ja relativ lang Wege, bis es dann wirklich komplett nicht mehr geht. Ja, ich sehe das auch heute noch in dem Sport, den ich jetzt mache, dass ich immer noch Verhaltensmuster von dem früheren Training mitgenommen habe und musste mich dann auch selbst immer wieder zur Vernunft rufen, weil ich zum Beispiel dann immer denke, oder weil ich eigentlich weiß, dass es jetzt nicht mehr sinnig ist, weiterzumachen, aber dass mein Körper oder mein Kopf immer noch sagt, streng dich jetzt an, mach das jetzt, weil jetzt oder nie. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, weil stärker wird man eigentlich, wenn man sich eine Pause gönnt. Genau. Und die wichtigste Pause ist die wir jeden Tag haben, eigentlich. Definitiv, ja. Und wie du gesagt hast, eigentlich, das ist ja das Lustige, oft weißt du es ja, du predigst es sogar und weißt auch, hey, der Körper, der passt sich eigentlich in der Regenerationsphase an, also du musst genügend Pause geben. Bei mir war das ja so, dass ich meinen Kunden genau das gepredigt habe, aber selbst komplett das Gegenteil gelebt habe. Einfach so aus diesem reinen Suchtpotenzial. Ich war wirklich süchtig danach. Ja, deshalb muss ich jetzt, erstens bin ich nicht so unfehlbar dann, wie man hört. Und zweitens muss ich dann auch nochmal gerade kurz zu deiner Anmoderation kommen, weil ich das auch auf meiner Homepage stehen habe, dass ich eine relativ lange Arbeitswoche habe, weil ich ja im Prinzip Anis Liebs habe und auch noch aus einem anderen Job komme, den ich auch noch mache. Und diese 60 Stunden Arbeitswoche so rum, sollte jetzt eigentlich kein Beispiel sein, woran man sich orientieren soll, ja. Also bitte nicht sagen, nur weil die das kann, kann ich das auch, wenn ich besonders gut schlafe. Ich merke selbst manchmal, dass ich hier an meine Grenzen komme, aber ich würde viel früher an meine Grenzen kommen, würde ich diese Regenerationszeit in der Nacht nicht ausnutzen. Ja. Also das schon mal vorweg. Dann eine weitere Aussage, die du getroffen hast, ist: Gebt eurem Körper die Möglichkeit zu verstehen, wann Tag und wann Nacht ist. Klingt erst einmal ganz einfach. Doch wo liegen hier die Problematiken? Ja, die Problematiken liegen eigentlich an der Erfindung des elektrischen Lichts. ist eine super Erfindung, finde ich auch ganz toll. Der Punkt sonst ist modern. Hättest du jetzt keinen Heiligenschein. Genau, das sieht man das irgendwo? Ne, wir senden nur den Ton, oder? Ja, ich muss mal schauen, wie die... Du siehst ja eigentlich blendend aus, dann könnten wir das eigentlich auch hochladen. Ich schau mal. Auf jeden Fall, Anni hat zurzeit von ihrer Lampe so einen richtig schönen Heiligenschein. Ja, sieht ganz toll aus. War total absichtlich. Nein. Genau, so, kommen wir mal zum elektrischen Licht, zu diesem Heiligenschein. Man muss es so sehen. Also worauf das menschliche Auge und dementsprechend auch das menschliche Hirn ganz, ganz eindeutig und ganz...
ja, ganz viel reagiert, ist eben blaues Licht. Blaues Licht ist das Licht, was den geringsten oder die geringste Wellenlänge hat. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Also es geht nicht darum, dass man sich das wirklich wie blau vorstellt, aber man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Irgendwann, ganz, 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 ganz viel früher, kamen wir ja schließlich mal aus dem Meer. Und wenn man sich das Leben als Fisch vorstellt oder als Meereslebewesen, dann kennt man zwei Zustände, und zwar schwarz, weil draußen dunkel ist und es ist Nacht. Und man kennt blau, weil das Licht so gebrochen wird, dass es unter Wasser blau erscheint und dann ist es Tag. Ja, viel mehr gibt es ja da nicht. Und eigentlich ist uns das erhalten geblieben. Also unser Hirn reagiert auf blaues Licht als Tag und auf kein Licht im Prinzip als Nacht. Der Punkt ist der, dass wir uns ganz, ganz viel blaues Licht in unsere Wohnungen und in unseren Alltag reingeholt haben, um Energie zu sparen, weil die LEDs, die wir alle nutzen sollten, hauptsächlich aus einem Blaulichtanteil bestehen. Ja? Also im Prinzip ist das Licht, was man aus LEDs aufnimmt, nichts anderes als eine ganz klare Information ans Hirn, es ist Tag. So, wann nutzen wir Licht, wenn es draußen dunkel ist oder zu dunkel ist? Ja. Also nutzen wir Licht abends, wir nutzen Licht ganz früh morgens vielleicht, wir nutzen Licht nachts, und das alles suggeriert unserem Hirn, es ist Tag, weil wir haben ja einen Blauanteil, den wir auf unserer Netzhaut beobachten, ne? Also der einfällt in unsere Netzhaut. So, und das ist das große Problem, weil wir Tag und Nacht so ein bisschen verschieben. Unser Auge kann nicht direkt, oder unser Hirn kann nicht direkt eine Minute, nachdem wir das Licht ausgemacht haben, verstanden haben, dass es jetzt Nacht ist, sondern es dauert ein bisschen. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir vernünftig mit Lichtquellen umgehen, und zwar nicht nur abends und nachts, sondern eben auch schon ab morgens, weil im Prinzip morgens schon guter Schlaf beginnt. Wenn wir tagsüber unserem Körper zu verstehen geben, dass es jetzt Tag ist, indem wir ihm Licht aussetzen. Die erste Amtshandlung morgen sollte sein, ich gehe raus und setze mich natürlichem Tageslicht aus. Es sollte tagsüber immer wieder eine Handlung sein, Tageslicht zu suchen, sich dem Tageslicht auszusetzen. Am besten schlafen tatsächlich, wenn man den Vergleich zieht, die Mitarbeiter einer Firma, die einen Arbeitsplatz am Fenster haben, im Gegensatz zu denen, die den Arbeitsplatz nicht am Fenster haben. Ja? Also es macht schon viel aus. Wenn man davon ausgehen kann, dass das Hirn erst ab 1000 Lux, das sind die Lichteinheiten, ab 1000 Lux versteht, dass es hell ist. Im Büro sind so circa 300 bis 500 Lux. Ja? Also müssen wir unserem Auge mehrere Male am Tag, mindestens für 10 Minuten, die Möglichkeit geben, diesen Tagschalter umzulegen. Das ist der Hintergrund. Richtig geiler Satz, dass eigentlich guter Schlaf am Morgen beginnt. Richtig cool. Wenn wir jetzt aber in den Abend reinspringen, denkst du, es ist elementar wichtig oder fast unumgänglich, dass man eine Abendroutine hat, wo man sich bewusst auf den Schlaf vorbereitet? Und wenn ja, wie sollte die aussehen? Oder besser gesagt, was sollte ich auf jeden Fall vermeiden? Die erste Frage, ob ich denke, dass das elementar wichtig ist, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Für diejenigen, die gut schlafen und jetzt keine bewusste Abendroutine haben, ihr müsst jetzt nicht euren ganzen Abend umschmeißen, ja? Aber für diejenigen, die immer schon ein bisschen damit gestruggelt haben, gut zu schlafen, oder die abends vor allem damit zu tun haben, es ihnen zu schaffen macht, dass sie nicht richtig ankommen, um zu schlafen, für die ist so eine Routine unumgänglich. Das muss nichts Großes sein. Im Prinzip braucht man nur eine kleine Handlung oder eine Begebenheit, die den Körper darauf einstimmt, dass es jetzt Zeit wird zu schlafen. Ja? Ich definiere immer so verschiedene Schlafhygienefaktoren, beziehungsweise ich definiere die nicht nur für mich, sondern das ist vorher schon von vielen anderen meiner Kollegen in der Schlafbranche, sage ich jetzt mal, ist das natürlich auch schon so ausgearbeitet worden. Ich definiere auf der einen Seite die Lichtumgebung, die man anpassen soll, dann die Lärmumgebung, die man sich anschauen sollte, die Temperaturumgebung, und ich nenne das
Vakuum. Und das zielt jetzt in Richtung Routine. Vakuum bedeutet für mich, dass ich so wie ein Vakuum, ein luftleerer Raum ist, mein Schlafzimmer oder meine Schlafumgebung und dementsprechend auch meine zeitliche Schlafumgebung als aufgabenleeren Raum definiere. Also ich muss schauen, dass ich abends zumindest alles, was an To-Dos noch da ist, explizit, mental und auch physisch auf den nächsten Tag verschiebe, sodass ich das gar nicht erst in irgendeiner Form mit ins Bett nehme. Das ist auf der, das kann man natürlich tatsächlich, wenn man das physisch ausdrückt, so definieren, dass man sagt, man darf natürlich keinen Ordner mit einer Steuererklärung neben dem Bett liegen haben. Dann kann kein Mensch gut schlafen. Oder ungebügelte Wäsche im Schlafzimmer. Weil man geht ja immer mit den Augen auf diesen Aufgaben ins Bett und dann nimmt man das, wenn auch unbewusst, natürlich immer mit. Das Gleiche gilt für, oh, ich muss morgen noch Waschmittel kaufen. Dann schreibt man es auf. Es muss weg. Aus dem Kopf muss es weg. Aus dem Zimmer muss es weg. Und das sind so Sachen, die man sich definitiv mit in Routine mit reinnehmen sollte. Also ich schaue abends, dass mein Schlafzimmer aufgabenleer ist. Und auch mein Kopf, ja. Dann habe ich gemeint, es gibt Möglichkeiten, kleine Sachen, zum Beispiel man trinkt einen Tee, bevor man schlafen geht. Es gibt auch Schlaftees, aber das muss nicht zwingend sein. Solange es kein koffeinhaltiger Tee ist, ist alles gut. Also teeinhaltiger Tee, dann ist alles gut. Oder man sagt, man liest mit den Kindern eine Geschichte. Das ist nicht nur für die Kinder ein gutes Abendritual, sondern eben auch für einen selbst. Bei Kindern ist das so selbstverständlich. Mit Kindern liest man eine Geschichte, bevor sie schlafen gehen. Oder den Kindern, früher hat man den Kindern Schlaflieder gesungen, bevor sie schlafen gehen. Oder man, ja, mittlerweile ist es ein bisschen digitaler, manche gucken eine Folge ihrer Lieblingsserie an. Aber sowas muss man mitnehmen. Ne? Auch ins Erwachsenenalter, weil was unterscheidet uns? Wir schlafen als Kind genauso wie als Erwachsene eigentlich eher unbewusst. Ja? Also wir schlafen unbewusst ein und wir schlafen unbewusst durch. Bewusst wird uns das erst, wenn wir nicht schlafen. Ja, genau. Was man auf gar keinen Fall tun sollte, das ist schwierig, wenn es um Routinen geht. Ich bin der Meinung, man sollte immer die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also man muss sich da jetzt nicht irgendwie 8 Sachen überlegen, die man da abends machen muss, bevor man schlafen geht, weil am Ende hat man dann den Kopf voller mit den 8 Sachen und das bringt dann am Ende dem Schlaf oder der Schlafqualität gar nichts, eher sogar im Gegenteil, sondern man sollte sich vielleicht eine Sache vornehmen. Das ist das eine. Und was man an der Routine noch vermeiden sollte, ist, da kommen wir wieder zum Licht, also ich bin kein großer Freund davon, dass man sich dann abends nochmal eine halbe Stunde vorm Schlafengehen keine Ahnung, so ein kleines Bauchworkout zu Gemüte führt. Also man sollte sich da im Dunkeln vielleicht was Kleines suchen, was man machen kann, zum Beispiel ein bisschen was lesen oder so. Aber sich jetzt nicht nochmal hochpushen. Okay. Ich denke, das sind ja eigentlich ganz einfache Dinge, die man eigentlich gehört haben muss. Und ich komme dann am Schluss nochmal darauf zurück, auch um noch so eine Frage dir in die Psychologie-Richtung zu stellen, warum das vielleicht so nicht funktioniert. Aber lass uns mal weitergehen. Und zwar, viele Leute, die hier beim Podcast zuhören, sind selbst Athleten oder Athletinnen. Und ich kenne dasselbe von mir. Wenn du Leute hast, die am Abend trainieren müssen, weil die Trainingszeiten halt dort sind, und ich sage jetzt mal, die sind in einem Trainingskonstrukt drin und können an der Trainingsintensität relativ wenig Einfluss nehmen oder daran schrauben. Ja. Gibt es irgendeine Möglichkeit oder hast du irgendeinen Tipp für diese Personen, die am Abend relativ schnell Mühe haben, auch nach dem Training runterzufahren, dass sie überhaupt schlafen können? Vielleicht auch in Bezug auf Ernährung, was macht da Sinn? Weil das ist auch immer wieder ein Thema für Leute, die spät abends trainieren. Ja, esse ich jetzt danach noch irgendwas? Also hoffentlich essen sie was, aber was macht da Sinn, dass sie nicht irgendwie sich am Abend noch, weiß nicht was, reinhauen, dass sie überhaupt schlafen können? Mhm.
Ja, also jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es auch interessanter und ein bisschen detaillierter, weil ich habe das Problem ja selbst. Also Problem in Anführungszeichen. Problem ist immer so negativ konnotiert, finde ich jetzt eigentlich. In dem Fall ist es eigentlich nur was, mit dem man umzugehen lernen muss. Bei mir ist es auch so, und es ist nun mal bei Athleten öfter so oder bei Hobbyathleten so, dass sie nur die Abendstunden haben, um zu trainieren, weil sie tagsüber entweder dem Job nachgehen oder weil es einfach der sonstige Tagesablauf so hergibt oder nur so hergibt. Bei mir ist es eben so, habe ich gerade schon gesagt. Man muss unterschiedliche Sachen beachten. Zum Beispiel ist es so, dass ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für gute Schlafqualität und auch für gute Regeneration die Temperatur, die Körperkerntemperatur macht da einiges aus. Und zwar ist die normalerweise um ungefähr 19, 19.30 natürlicherweise am höchsten und gegen 4 Uhr, 4.30 Uhr nachts natürlicherweise am niedrigsten im Schnitt. So, und dieser Temperaturabfall zwischen 19.30 und 4.30 Uhr, der ist ganz, ganz ausschlaggebend für verschiedene Regenerationsprozesse, die wir in unserem Körper haben und eben auch haben wollen, besonders wenn wir Leistungssport machen oder wenn wir ambitionierten Sport machen. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn ich abends trainiere, weil ich dann vermutlich diese Höchsttemperatur nach hinten verschiebe und dementsprechend den kompletten Temperaturabfall nach hinten verschiebe und vielleicht gar nicht bis zum tiefsten Punkt komme, weil wenn mein höchster Punkt 2 Stunden weiter hinten ist, dann ist mein niedrigster Punkt im schlimmsten Fall auch 2 Stunden weiter hinten und dann ist es schon wieder so weit, dass ich vermutlich schon seit einer Stunde wach bin. Das heißt, wir kommen eigentlich gar nicht gut dorthin, wo wir hinwollen. Das wäre ein Ansatzpunkt, wo wir definitiv dran schrauben könnten, indem wir schauen, dass wir möglichst zeitnah nach dem Training darauf achten, diese Körpertemperatur aktiv mitzusenken. Heißt, für die Leute, die abends Sport machen, schauen, dass sie abends warm duschen, sodass sie gut durchblutet sind, was den meisten Sportlern eher wenig schwer fällt. Und schauen, dass sie dann durch eine relativ niedrige Außentemperatur in den Schlafräumlichkeiten diese Temperatur ausleiten können. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Temperatur in deinem Schlafzimmer, weißt du es? Boah, keine Ahnung. So hoch wie im Rest der Wohnung? Ja, ich habe meistens das Fenster offen, wenn ich schlafe, deshalb ist es dort ein bisschen kälter. Das ist schon ein Ansatzpunkt. Bei mir ist es so, ich habe die Heizung in meinem Schlafzimmer nie an. Okay. Und ich versuche tagsüber die Tür vom Schlafzimmer zu dem Rest der Wohnung zu schließen, sodass ich dort auch eine niedrigere Temperatur habe als in den eigentlichen Wohnräumen, sodass dann mein Körper, wenn er denn erhitzt abends ins Bett geht, die Möglichkeit hat, Wärme auszuleiten. Und das passiert über die Körperteile, die am besten durchblutet sind, also die am besten aufgefädelsten Kapillare hat, und das sind Hände, Füße, Kopf. Heißt, mit warmen Händen, warmen Füßen und warmem Kopf ins Bett gehen und schauen, dass wir darüber am meisten Temperatur ausleiten. Hast du mal einem Kind zugeschaut beim Schlafen? Ja, ich denke schon, ja. Okay, die schlafen immer so. Sieht man jetzt natürlich nicht. Also alle Extremitäten nach außen, die Hände raus, die Füße raus. Und wenn die überhaupt noch zugedeckt sind, dann maximal in der Körpermitte, meistens gar nicht mehr. Meistens deckt man die 3-mal in der Nacht zu und denkt sich, das Kind muss doch frieren, aber das Kind deckt sich wieder auf. So, und es liegt einfach daran, dass die wissen, wie man die Wärme ableitet. Und was man dort, also den Fehler, den man nicht machen darf, ist auch für die Frauen, die sagen, ich bin aber so verfroren, dass man sich ganz, ganz dick anzieht. Denn der Körper weiß eigentlich nachts von alleine, was er tun muss, um Wärme abzuleiten. Und das ist Extremitäten aufdecken. Wenn ich aber ganz dick eingepackt bin, kann der nicht aufdecken. Ja, wenn ich einen Hoodie zum Schlafen anziehe und 6 Paar eng anliegender Socken, dann kriege ich die nicht aus. Und wenn der Körper überhitzt bzw. dem zu warm wird, dann wird er automatisch wach. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also müssen wir schauen, dass wir die Wärme ausleiten, ohne dass es uns wach macht. Was natürlich immer geht, ist zu viele Decken und Wärmflasche. Wenn einer das will, kann er gerne machen, weil das kann man aus dem Bett kicken, ohne dass man dafür wach werden muss. Ja? Also das ist ein Punkt, den ich definitiv mit angehen würde. Jetzt hast du eben gesagt, was die sich dann da abends reinschaufeln an Essen. Sollen sie ja auch. Die meisten Athleten essen nach dem Training sowieso eine größere Portion Kohlenhydrate und Proteine. Ich nehme an, das empfiehlst du auch. Klar.
Ja. Genau. Was willst du denn jetzt auch sagen sonst? Genau. Nein, das Problem ist, dass, also das ist ja auch noch, mal abgesehen vom Schlaf, hast du sogar viele Leute, die sagen, nein, ich kann nicht direkt nach dem Training essen. Mhm. Und ja. Ich habe zum Beispiel Spielerinnen jetzt bei mir, die haben noch einen längeren Nachhauseweg, also die fahren zum Beispiel noch eine Stunde mit dem Zug zuerst mal nach Hause. Mhm. Und denen sage ich halt immer, ich schaue, dass ihr irgendwie schon was gegessen habt. Und wenn das nur eine Banane ist, irgendein Regenerationsshake, irgendwas, dass du zu Hause halt nicht mehr, weiß ich was, reinfuttern musst, weil du weißt, hey, ich muss danach irgendwie 10 Minuten später, lege ich mich halt ins Bett. Und das ist halt oft auch das Problem, dass die Leute sagen, hey, nach einem richtig anstrengenden Training, ich muss zuerst mal runterfahren, dass ich überhaupt ein Hungergefühl bekomme. Ja, ist bei mir auch so. Also bei mir ist immer duschen, dann essen, ja. Weil ich nicht direkt essen will. Aber es ist natürlich so eine Sache, also da kommen wir zum Thema Chrononutrition, also Chronoernährung. Chrono heißt ja im Prinzip, wann ich das zeitlich time. Und ich würde behaupten, gerade bei Sportlern, die extrem viele Kilokalorien am Tag zu sich nehmen wollen und sollen, dass die den Hauptteil des Essens, wenn möglich, schon vor dem Training machen. Yes. Und dass man dann danach nicht mehr die Wahnsinnsportion macht. Es ist natürlich bei mir auch so. Also ich glaube, meine größte Mahlzeit ist tatsächlich nach dem Training. Hat aber bei mir auch damit zu tun, dass ich nur dann mir frisch Essen zubereiten kann und tagsüber unterwegs bin und es eben nicht kann. Für Leistungssportler, die Möglichkeit haben, die sollten sich vielleicht wirklich überlegen, ob sie ihre Kalorienzufuhr ein bisschen anders timen. Jetzt kommt wahrscheinlich das Argument, ja, ich sollte aber so und so viel Gramm Protein dann noch nach dem Training und am besten in der ersten Stunde. Ja. Ja. Das ist das anabole Zeitfenster. Genau. Ist dazu. Ja, das ist noch 48 Stunden danach offen, also keine Angst. Definitiv, ja. So schlimm wird es nicht. Aber ja, wenn ich, also Proteine, die man nach dem Training reinhaut, also über 40 bis 60 würde ich ja sowieso nicht auf einmal gehen. Bringt eh nichts, dann wird es mehr verstoffwechselt direkt als eingelagert oder richtig verstoffwechselt, da wo ich es brauche, wo ich will. Von daher, die Masse an Essen muss nach dem Training nicht so groß sein, dass sie meinen Schlaf stört. Und was viel schlimmer wäre, ich weiß nicht genau, wie deine Athleten sich ernähren, ich hoffe gut, aber was viel schlimmer wäre, wenn ich meinem Körper dann so eine Kalorienbombe aus Fastfood oder sowas danach gebe, weil das ist für den Körper sehr viel schwerer zu verdauen und wird dich oder deinen Magen und deinen Verdauungstrakt viel länger beschäftigen, also auch nachts noch. Proteine und Kohlenhydrate sind weniger das Problem. Was ich nicht machen würde, ist rohes Gemüse oder ja doch rohes Gemüse abends in großen Mengen, weil das beschäftigt den Verdauungstrakt auch nochmal ein bisschen länger. Da muss man so ein bisschen mitspielen. Proteine ist auch so eine Sache, weil Proteine können bei Einzelpersonen tatsächlich eher wachsamkeitsfördernd sein. Das liegt an einem Neurotransmitter, der dann hauptsächlich ausgestoßen wird. Es muss aber nicht bei jedem so sein. Also ich kenne wenige Leute, bei denen Proteine am Abend ein Problem sind. Ja, also muss man ein bisschen für sich selbst rausfinden. Schlaf ist auch so ein bisschen individueller. aber ich würde jetzt einfach schauen, dass ich nicht die größte Mahlzeit des Abends nach dem Training und sehr spät esse. Liegt zum einen natürlich daran, dass mein Bauch dann länger beschäftigt ist. Liegt aber hauptsächlich, und da kommen wir wieder zurück zum ersten Thema, daran dadurch, dass mein Bauch beschäftigter ist, brauche ich ja natürlich mehr Durchblutung im Bauch. Und das zieht natürlich viel, viel mehr Blut in die Körpermitte. Und was passiert mit Blut in der Körpermitte? Der heizt die Körpermitte auf. Und dann sind wir wie bei der Körperkerntemperatur. Und die ist eigentlich das Hauptproblem. Ne? Ja. Deshalb mache ich Podcasts, weil ich so viel lernen kann. Unglaublich, richtig geil. Du hattest, glaube ich, noch irgendwas mit Supplements gefragt, ne? Hattest du? Nein, aber komm noch. Das ist schon so sehr in meinem Kopf verknüpft, dass ich mir jetzt gerade da in deine Frage rein interpretiere. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Ich habe nur gesagt, dass die meisten, die einen längeren Rückreiseweg haben vom Training, bereits zum Beispiel einen Regenerationsshake zum Beispiel trinken, ja. Dass sie eben, wenn sie zu Hause ankommen, nicht mehr
das Gefühl haben, hey, sie müssen, weiß ich was, alles noch zuführen. Ja. Dann ein weiteres Problem, jetzt gehen wir mal weg von den Athleten, sind unregelmäßige Arbeitszeiten. Mhm. Und was ich mir überlegt habe, ist ja, wenn du unregelmäßige Arbeitszeiten hast, dann kann ja eigentlich gar keine Routine zustande kommen. Gibt es überhaupt eine Lösung für solche Personen, außer den Job zu kündigen? Gut, dass du mich das fragst. Nein, also du sprichst ja auf Schichtarbeit an, ne? Genau. Schichtarbeit ist der Endgegner für Schlaf, sage ich gleich. Es ist immer schwieriger, die Frage zu beantworten, wenn ich das im Rahmen eines Vortrags in Unternehmen mache, weil wenn die Unternehmen mit Schichtarbeit zu tun haben, kann ich schlecht sagen, Leute, ihr müsst jetzt alle kündigen. Ja. Aber ja, also Schlaf ist ein großes Problem bei Schichtarbeitenden. Es gibt tatsächlich einige Personen, die da weniger das Thema mit haben. Das liegt so ein bisschen an der Genetik. Also wir sind alle ein bestimmter Schlaftyp. Also man kann im Prinzip alle Menschen in Schlaftypen einordnen. Es gibt die beiden Ausdrücke Lerche und Eule, falls sie das was sagt. Das sind die beiden, die eher im deutschen Sprachraum bekannt sind. Und dann gibt es nochmal auch vier Schlaftypen, die sind eher im US-amerikanischen Raum bekannt. Da ist im Prinzip einfach nochmal ein bisschen differenzierter aufgeteilt. Und je nach Schlaftyp kann ich besser oder schlechter mit solchen Unregelmäßigkeiten umgehen. So. Was ist eine Eule? Der Spättyp, also der Langschläfer. Also okay. Ich kann länger aufbleiben, ich kann also früh gar nicht erst einschlafen und ich würde auch, wenn man mich lässt, länger schlafen und bin auch später produktiv. Okay. Die Lerche ist das Gegenteil, die Lerche ist der Frühaufsteher. Die Lerche muss früh schlafen, weil sie früh müde wird. Die Lerche wird aber auch von alleine früh wach und ist auch früh leistungsfähig. Das Problem an der Sache ist, dass die Leute immer denken, sie sind Lerche oder Eule. Aber der Großteil der Bevölkerung, fast 70%, ist im Prinzip ein Mischtyp. Ich wollte gerade sagen, ich bin vermutlich beides. Ja. Ich bin der den ganzen Tag schlafen könnte. Nein. Das ist aber kein Mischtyp. Ich bin der früh ins Bett gehen möchte und möglichst lang schlafen möchte. Nein, aber ich bin wahrscheinlich mehr der Eulentyp. Aber ich finde das, also ich habe ja auch schon viele Dinge von dir konsumiert und irgendwie muss ich sagen, ich mache da wahrscheinlich vieles noch nicht richtig. Also ich müsste wahrscheinlich mal wirklich wieder so 2 Wochen einfach mal richtig schlafen können, um einfach mal alles aufzuholen, was ich an Schlaf irgendwie liegen gelassen habe in den letzten Jahren oder Monaten. Weil ich einfach das Gefühl habe, also ich fühle mich eigentlich extrem leistungsfähig. Ich weiß aber nicht, ist das mein Kopf, der eigentlich wieder steuert. Aber grundsätzlich, ich hätte kein Problem, mich hinzulegen und zu schlafen. Also egal, um welche Uhrzeit du auf mich zukommst, wenn du sagst, hey, du hast die Möglichkeit, jetzt zu schlafen, ich sage, hey, geil, ich lege mich hin, in 2 Minuten, ich schlafe. Ist gut. Also im Prinzip ist es gut, wenn du es kannst, wenn es aber auch aus einem gewissen Schlafdruck, weil du eben in den Jahren vorher so viel liegen gelassen hast, passiert, dann ist es natürlich, ist der Grund nicht gut. Aber wenn du die Möglichkeit hast, beziehungsweise die Fähigkeit hast, dich einfach hinzulegen und zu schlafen, ist das natürlich eine Überlebensstrategie, die nicht jeder hat. Ja? Also eigentlich ist das ein großer Vorteil, weil du kannst Schlaf nachholen zu Zeiten, wo andere gar kein Auge zukriegen. Ja, es gibt Leute, die sind todmüde, aber aufgrund ihrer Genetik und ihrer Schlaftypen können die sich mittags nicht hinlegen und schlafen. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Also von daher ist es eigentlich ein Vorteil, wenn du es kannst, sofern der Grund kein negativer ist. So, zurück zu diesem Schichtthema. Schichten sind natürlich auch nochmal ein bisschen differenziert zu betrachten. Es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel eine gewisse Dauer Frühschicht, dann eine gewisse Zeit spät, sagen wir mal, und eine gewisse Zeit sogar Nachtschicht. Andere haben sehr schnell rollierende Schichten. Also ich weiß zum Beispiel, die Polizei hier in der Gegend, die haben immer zwei Tage früh, 2 Tage spät, 2 Tage Nacht. Und dann, ich glaube, 2 oder 3 Tage frei. So.
Das ist natürlich so eine Sache. Diese Rhythmik, die zwei früh, zwei spät, zwei Nacht befolgt, die hat so ein bisschen zum Ziel, dass wir gar nicht erst uns auf eine Rhythmik einstellen müssen. Halte ich persönlich gar nichts davon, weil du hast dein Leben lang gar keine Rhythmik. Mhm. Also dein Arbeitsleben lang. Ja? Dann gibt es den Teil eine Woche früh, eine Woche spät, eine Woche Nacht oder meinetwegen sogar länger. Solange das vorwärts rollierend ist, ist das noch nicht so schlimm. Schlimm ist der Teil, der rückwärts rolliert. Also wenn ich von Nacht auf früh gehe. Okay. Ja. Hat den gleichen Hintergrund. Ich weiß nicht, du bist vermutlich schon in beide Richtungen mal in Urlaub oder zum Arbeiten geflogen, Richtung Osten und Richtung Westen. Ja. Eine Seite davon fällt dir leichter. Weißt du's? Keine Ahnung. Richtung Westen fällt leichter, weil der Tag länger wird. Wenn der Tag länger wird, den du überbrückst, bist du länger wach und dementsprechend hast du einen so hohen Schlafdruck aufgebaut, dass du dann schlafen kannst. Wenn du nach Osten fliegst, wird der Tag kürzer und du musst schlafen, weil es der Nacht ist dort, obwohl du noch gar nicht schlafen willst, weil du gerade mal 6 Stunden wach bist beispielsweise. Ja? Und das ist schwieriger, sich zu gewöhnen. Und das Gleiche ist bei der Vorwärts- bzw. bei der Rückwärtsrollierung von Schichten. Problematisch ist das deshalb, weil wir ja einen sogenannten Jetlag haben. Also es ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn wir in Urlaub fliegen. Du hast einen Jetlag und du brauchst mehrere Tage, um den Jetlag auszubügeln. Liegt ein bisschen am Alter. Jüngere Leute, die können das besser wegstecken, ältere wieder ein bisschen schlechter. Liegt auch wieder an der Genetik und den Schlaftypen, also zusätzlich zum Alter. Aber genau das gleiche Thema haben wir bei Schichten. Ja, es gibt Leute, die stecken es besser weg und es gibt Leute, die stecken es schlechter weg. Weißt du, wie viele Stunden Zeit, also für wie viele Stunden Zeitverschiebung du wie viele Tage Routine brauchst, um dich zu gewöhnen? Bis du wieder im normalen Rhythmus drin bist. Sagen wir mal, du hast eine Zeitverschiebung, also du fliegst irgendwo hin, wo du eine Zeitverschiebung von 6 Stunden hast. Wie lange denkst du, brauchst du, um dich zu gewöhnen? 2 Tage. Also wenn du alles mitzählst, auch Dinge, die du nicht so beobachten kannst, zum Beispiel deine Verdauung, die auch eine innere Uhr hat, brauchst du immer pro Stunde, die du Zeitverschiebung hast, 1 Tag. Krass, okay. So. Mal angenommen, eine Frühschicht fängt um 7 an und die Spätschicht um 15 Uhr, also 8 Stunden Versatz. Dann brauchst du 8 Tage, um dich zu gewöhnen. Nach 8 Tagen, die du dich gewöhnt hast, bist du schon in der nächsten Schicht. Und das ist das Problem bei Schichtarbeit. Du lebst in einem ständigen Jetlag. Wie kann man das so ein bisschen manipulieren, wenn man den Job mag und den Job weitermachen will? Ich meine, es gibt ja Berufe, auf die können wir nicht verzichten und da müssen wir heilfroh sein, dass es Leute gibt, die diese Jobs und inklusive Schichtarbeit ausüben. Die dürfen dich nie kennenlernen oder was von dir konsumieren. Nein, das stimmt nicht. Ich bin heilfroh, dass wir die haben. Überleg mal, alle Leute in der Pflege arbeiten Schicht. Nein, deshalb sage ich, die müssen wir ja behalten, aber sobald die dich irgendwie kennenlernen, dann werden die kündigen, weil sie sagen, hey, ich brauche eine andere Schlafstruktur. Oder wesentlich mehr Geld für das, was ich mache. Ja, genau. Das war der Wink mit der Blockhütte. Genau, also produzierendes Gewerbe, Pflege, Berufe und so weiter, ne? Die brauchen wir ja alle. Und da kommen wir auch immer so schnell nicht mehr weg. Was man natürlich immer ein bisschen manipulieren kann, sind die sogenannten Zeitgeber. Der beste oder der größte Zeitgeber, den wir als Mensch haben, ist Licht. Ja? Dann kommen nochmal ein paar unten drunter, zum Beispiel Aufnahmezeitpunkte von Nahrung sind Zeitgeber für unseren Organismus. Soziale Interaktion zum Beispiel ist auch ein Zeitgeber. Temperaturschwankungen sind Zeitgeber. Also alles das können wir auch nutzen, um eine gewisse Rhythmik einzuhalten. Das heißt, wenn ich Schicht arbeite und ich weiß, wie ich die arbeite, also ich gehe jetzt mal von einer regelmäßigen Rhythmik aus, dann sollte ich mir ganz, ganz detailliert einen Plan machen, dass ich eine Essensroutine, eine Lichtroutine, so gut es geht, einhalte, um meinen Körper zu unterstützen, trotzdem eine gewisse Rhythmik einzuhalten und sich an eine gewisse Rhythmik zu gewöhnen. Was immer hilft und was ich auch jedem empfehlen sollte, ist, sich mit dem Arbeitgeber über Schichtpläne auszutauschen.
ich weiß, das ist ein Riesenschritt und ich weiß, dass viele Leute denken, ich laufe doch nicht zu meinem Chef und frage, ob ich anders arbeiten kann. Aber wenn man sich zusammenschließt mit seinen Kollegen und das Thema proaktiv und sinnvoll angeht, ist das das Beste, was man sich und seiner Gesundheit, was man für sich und seine Gesundheit tun kann. Weil man arbeitet nicht nur 2 Jahre in seinem Leben. Ja, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Job, der einem eigentlich Spaß macht, in dem eigentlich alles passt, durch den Frust abhanden kommt, dass man in seiner Gesundheit nicht unterstützt wird oder die irgendwann sogar verliert und dann sagt, hätte ich mal früher. Ja? Ich arbeite viel mit Firmen zusammen und ich arbeite auch viel mit Arbeitgebern zusammen und da fangen wir auch immer an, über Schichtplanung zu sprechen, um dort das Bestmögliche für die Mitarbeiter rauszuholen, weil dass wir von der Schichtarbeit von heute auf morgen wegkommen, wird nicht passieren. Aber hast du das Gefühl, dass die Firmen, wo du jetzt Kontakt hast, dass die da gegenüber eher offen sind oder machen die eher zu, wenn du das Thema bringst? Doch, offen sind sie schon. Ich muss sagen, ich habe da hauptsächlich momentan mit deutschen Firmen zusammengearbeitet und wir haben etwas, was ihr in der Schweiz nicht habt. Wir haben nämlich einen Betriebsrat oder viele Firmen haben einen Betriebsrat und das ist natürlich auch nochmal so eine Art von ein bisschen mehr Druck hinter Mitarbeiterinteressen. Und da arbeitet man, also da ist es auch in Zusammenarbeit mit Betriebsräten dann öfter dazu gekommen, dass man da auch an den Schichtplänen was verändert hat zugunsten der Mitarbeiter. Und am Ende des Tages willst du ja leistungsfähige und gesunde Mitarbeiter haben. Und das hast du halt, wenn die ausgeschlafen sind und eigentlich in einen solchen Rhythmus reinkommen. Ja, genau. Also es gibt tatsächlich sogar Messungen. Es gibt eine große Studie über 250 große US-Unternehmen, wo man mal in Zahlen ausgedrückt hat, was ein Unternehmen einen Mitarbeiter kostet, der unausgeschlafen ist. Okay. Also ausgedrückt in Krankenquoten und ausgedrückt, also nicht, doch ausgedrückt in Krankenquoten, also in Verlust in Dollar beziehungsweise in Euro, in Krankenquoten und in Verlust von Produktivität, weil die Mitarbeiter einfach nicht produktiv arbeiten, wenn sie nicht ausgeschlafen sind. Und das ist pro Mitarbeiter, je nach Ebene, wo die arbeiten, zwischen 2.500 und 4.000 US-Dollar im Jahr. Krass. Okay. Kann man sich jetzt mal hochrechnen auf die Firma, die man betreibt oder in der man arbeitet. Und da bleibt ziemlich viel Geld liegen. Definitiv, ja. Mega spannend, mega spannend. Wenn ich richtig recherchiert habe, stimmt das, dass das Alter den Schlafrhythmus beeinflusst? Ja. Also es ist folgendermaßen, ich hatte eben schon mal die Genetik angesprochen, also das, was genetisch vorbestimmt ist, ändert sich jetzt im Laufe des Lebens nicht grundlegend. Ja? Wenn ich genetisch ein Spättyp bin, dann bin ich halt nicht irgendwie bis zum Alter von 30 ein Spättyp, dann 10 Jahre ein Frühtyp, dann wieder 10 Jahre ein Spättyp. Das wird nicht passieren. Was aber passiert ist, und das ist bei fast allen Kleinkindern gleich, also erstmal Kleinkinder haben erst, oder Säuglinge generell haben erstmal gar keine Schlafrhythmik. Jedes Elternteil weiß das. Das wird dann so im Alter von einem Kleinkind ein bisschen besser. Da kann man halt dann irgendwann von einer Schlafrhythmik sprechen. Die haben aber meistens noch einen zweiphasischen Schlaf, also die schlafen meistens nachts und dann tagsüber nochmal. Irgendwann wächst sich das dann aus. Und dann als Kind, Jugendlicher, kriegt man dann einen einphasischen Schlaf. Ne? Und als Kind ist man eher so ein bisschen frühlastig geprägt. Als Jugendlicher dreht sich es komplett um. Also Teenager sind eher Spättypen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich gehe davon aus, dass es bei dir auch so war, dass man dich kaum ins Bett und kaum aus dem Bett gekriegt hat. Ja? Richtig. Wunderbar. War bei mir auch so. War bei, ich glaube, 99% aller meiner Bekannten und Freunde und Verwandten so. Das liegt in der Natur der Sache. Man weiß noch nicht so ganz genau, weshalb das so ist. Der beste Ansatz momentan ist, dass sich der Jugendliche von seinen Eltern abkapselt und das am besten geht, indem er gewisse Zeiten des Tages allein und auf sich selbst gestellt ist. Also man muss bei solchen Thesen muss man natürlich immer davon ausgehen, dass wir uns in den letzten zigtausend Jahren
eigentlich physiologisch nicht sonderlich verändert haben. Also geht man immer davon aus, dass es noch quasi daher kommt, wo es diese ganzen, ja zum Beispiel elektrisches Licht nicht gab und so weiter. Also man geht davon aus, dass das momentan der beste Ansatz ist, das zu erklären. Und dann später, wenn es dann halt so ins Erwachsenenalter geht, also so nach Abschluss der Hirnentwicklung, so mit 25, hat man dann so einen festen Schlafrhythmus. Und der wird sich auch erstmal nicht ändern. Im Alter von 25 in der heutigen Zeit kennen den die meisten Leute gar nicht, weil sie dann schon in ihrer Arbeitszeitenmaschinerie sind und das gar nicht so ausleben können, wie es genetisch vorbestimmt ist. Also die meisten müssen trotzdem, auch wenn sie Langschläfer sind, um 7 auf der Arbeit stehen. Und das bleibt dann erstmal so. Im Laufe des Lebens wird es dann irgendwann nochmal ein bisschen anders. Bei Frauen ist es oft so, dass die sich in der Menopause fragen, was ist denn jetzt los, weil sich da so die Schlafrhythmik nochmal ein bisschen ändert, beziehungsweise auch die Schlafqualität schlechter wird. Und dann später im höheren Alter schläft man tendenziell weniger, regeneriert auch weniger, und das ist so ein kleiner Teufelskreis, weil wir dann auch schneller altern. Ja? Mhm. Und irgendwann soll das ja auch so sein, weil wir werden ja auch nicht unendlich alt. Also irgendwann wird dann die Schlafqualität auch schlechter, noch nicht. Wird die Schlafqualität schlechter und genau, also es wird dann immer ein bisschen weniger und man wird, also man sagt ja senile Bettflucht, im Alter wird man dann auch eher wieder zum Frühtypen. Man entwickelt sich ja auch, man sagt ja auch, die Alten werden wieder wie die Kinder, und das ist auch beim Schlaf so. Ich finde das so mega spannend, weil wir unterhalten uns über ein Thema, wo die meisten Leute einfach sagen, ja, Schlaf, was will ich darüber sprechen? Ja. Schlafen halt. Und es ist so ultra spannend, weil ich weiß, dass vermutlich die Zuhörer noch nicht wirklich viel mit der Materie, mit dem ganzen Schlaf eigentlich vertraut sind. Jetzt liegen wir im Bett, wir haben alles richtig gemacht, wir liegen und wir können schlafen. Und dann gibt es ja verschiedene Schlafphasen. Kannst du mal ganz kurz so die Leute, sie lacht schon. Ja. So die ganz wichtigsten Punkte von den einzelnen Schlafphasen, vielleicht einfach, was passiert, wenn wir schlafen? Also ich sage, die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass es verschiedene Phasen gibt. Die denken, ja, ich lege mich einfach hin und irgendwann wache ich wieder auf. Das ist jetzt eine Challenge für mich. Mach es kurz. Nein, also du sagst es schon richtig, also Schlaf ist halt eben eine Sache, die man nicht bewusst erlebt, und dementsprechend machen sich die wenigsten Leute auch Gedanken drüber, sofern es funktioniert, ne? Sofern der Schlaf gut ist. Ein geschätzter Kollege macht auch so, macht im Prinzip, hat relativ viel Bühnenpräsenz zum Thema Schlaf. Der hat gesagt, und jetzt muss ich schauen, dass ich ihn einigermaßen gut zitiere, er meinte, Schlaf ist nach Definition ein Zustand verminderter Reaktionsfähigkeit, der aber reversibel ist, und nur dieses Reversibelsein unterscheidet ihn von Koma und Tod. Eigentlich tot, aber doch noch lebendig. Ja, und man hat ja auch eine Zeit lang gedacht, dass wirklich Menschen in einen komatösen Zustand fallen und morgens total frisch wieder aufwachen. Ist aber nicht so. Also nachts passiert ziemlich viel. Du hast es schon gesagt, es gibt verschiedene Schlafphasen. Ich muss vielleicht umgekehrt anfangen. Es gibt immer Schlafzyklen, und in einer ungefähr 8 Stunden langen Nacht durchlaufen wir ungefähr 5 dieser Schlafzyklen. So ein Schlafzyklus dauert zwischen 70 und 100 Minuten, im Schnitt so 90. Ich rede jetzt von den 90, ist einfach ein Durchschnitt. So, in diesem 90-minütigen Schlafzyklus durchlaufen wir verschiedene Schlafphasen. Ich fasse die grob zusammen, die kann man in der Medizin nochmal unterteilen, aber ich fasse sie grob zusammen. Der erste Teil dieses Schlafzyklus ist immer eine Leichtschlafphase. Die nennt sich N1. Ja. Diese N1 und beziehungsweise N1 und N2 Phasen, das sind Leichtschlafphasen, in denen werden unsere Hirnwellen ein bisschen länger. Ja, also man sagt immer, also man kann grob sagen, wenn die kürzer sind wir konzentrierter, je länger die sind, desto entspannter ist unser Hirn. So, die werden in diesen Leichtschlafphasen ein bisschen länger und wir entspannen uns, das ist so das, also diese N1-Phase ist noch so im Prinzip das, was man mitbekommt, wenn man mittags so in so einen kurzen
in so einen kurzen Powernap fällt oder man denkt, ah, jetzt schlafe ich gleich ein. Also es ist so im Prinzip eine tiefe meditative, ein tiefes meditatives Stadium. Mhm. N2 ist die tiefere der beiden Leichtschlafphasen, wird aber meistens zusammengefasst als Leichtschlafphase. Da gibt es nochmal sogenannte Sleep Spindles, da werden nochmal unsere Hirnwellen ein bisschen kürzer, um unser Hirn nochmal so ein bisschen die Umgebung checken zu lassen, ob alles gut ist, ob wir jetzt einschlafen können. Und dann schlafen wir ein. So. Die zweite größere Schlafphase ist die Tiefschlafphase. Das ist das, was die meisten Leute zumindest vom Ausdruck her kennen. Die Tiefschlafphase ist die Schlafphase, von der wir am meisten körperlich profitieren. Weil in dieser Tiefschlafphase einiges an Reparaturvorgängen für unseren Körper stattfindet. Zum Beispiel alles, was das kardiovaskuläre System angeht, Herz-Kreislauf-System. Ja? Da werden zum Beispiel unsere Arterienwände, unsere Blutgefäßwände werden repariert. Ja? In der Phase ist unser Puls ziemlich niedrig, ist unser Blutdruck ziemlich niedrig, ist unsere, ja, im Prinzip fahren wir runter, wenn du so willst. Und nach dieser Tiefschlafphase folgt immer eine sogenannte REM-Phase. Also wenn sie nicht folgt, haben wir ein Problem, aber eigentlich tut sie es. Diese REM-Phase, REM, also REM, steht für Rapid Eye Movement. Und das ist die Phase, die meisten Leute kennen sollten, wenn auch nicht unter dem Namen. Wenn sie ein Haustier, zum Beispiel eine Katze oder einen Hund haben und die schon mal beim Schlafen beobachtet haben, dann werdet ihr oder die Zuhörer werden feststellen, dass die unter den Augenlidern mit den Pupillen so hin und her zucken. Und daher kommt der Ausdruck Rapid Eye Movement. Das Ganze kann man beim Partner zum Beispiel auch beobachten. Wenn der dann aber gleichzeitig wach wird, kann der sich tierisch erschrecken. Also lieber den Hund beobachten. Okay. Und in dieser Schlafphase ist eigentlich so hauptsächlich das Hirn, das den Nutzen zieht. In der Phase regenerieren wir eher auf neuronaler Ebene beziehungsweise kognitiver Ebene. Also da werden zum Beispiel Lerninhalte gefestigt oder beziehungsweise alle Informationen, die so tagsüber auf uns eingeprasselt sind, werden dort aussortiert und gefestigt. Ja? Also alles, was in Langzeitspeicher soll, passiert da. So, und wenn wir dann aus dieser REM-Phase aufwachen, oder ich muss vielleicht noch einen Satz vorher sagen, in der REM-Phase sind unsere Hirnwellen ganz, ganz kurz. Also eigentlich ist unser Hirn beschäftigter oder konzentrierter als in der Wachphase. Ja? So, und wenn wir aus dieser REM-Phase aufwachen, im wahrsten Sinne des Wortes, werden wir kurz wach. Das dauert so Sekunden bis Minuten, eher Minuten. Davon kriegen wir meistens nichts mit oder vergessen sofort wieder. Das ist eigentlich nur der Mechanismus, ich gucke und scanne meine Umgebung ab, ob alles sich noch genauso anhört und eventuell sogar genauso aussieht und genauso riecht, wie es war, bevor ich eingeschlafen bin. Ja, wenn das der Fall ist. Was? Ja, ist genau so. Also das ist eigentlich der Moment, wo du kurz aufwachst und dich wahrscheinlich umdrehst oder so. Also deine Liegeposition veränderst und dann schläfst du eigentlich gleich wieder ein. Ganz genau. Und wenn alles okay ist, schlafen wir eigentlich sofort wieder ein, starten wieder mit der Leichtschlafphase, dann kommt die Tiefschlafphase, dann kommt die REM-Phase. Und das machen wir 5-mal pro Nacht. Das ist jetzt grob skizziert, denn man muss auch wissen, in der ersten Nachthälfte sind unsere Tiefschlafphasen länger und in der zweiten Nachthälfte sind unsere Traumphasen länger, also REM-Phasen länger. Das ist deshalb wichtig, weil gerade Sportler ja körperlich von den Tiefschlafphasen am meisten profitieren. Natürlich auch von den REM-Phasen, weil da werden auch motorische Fähigkeiten gefestigt. Ja. Aber wenn ich zu spät ins Bett gehe, indem ich künstlich wach bleibe bis in die Puppen, nehme ich mir so viel von diesen Tiefschlafphasen weg. Die werden nicht nachgeholt. Was ja genetisch vorbestimmt ist, als Mitte der Nacht, wird nicht verändert. Das heißt, gehe ich zu spät ins Bett, fehlen mir die Tiefschlafphasen und umgekehrt stehe ich zu früh auf, fehlen mir diese REM-Phasen. Hat man übrigens beobachtet bei Jugendlichen im Sportinternat, die immer früh aufstehen mussten. Und wir hatten eben kurz gesagt, die jugendliche Rhythmik ist um 1 bis 3 Stunden nach hinten verschoben. Die wollen lieber spät einschlafen und spät aufstehen. Ja? Und wenn ich die aber früh wecke,
fehlt denen dieser ganze Packen an REM-Schlaf. Und die Sportlerschüler, bei denen das der Fall war, die haben weniger Fortschritte in motorischen Fähigkeiten gemacht, als die, die ausschlafen konnten. Krass, alle Sportschülerinnen, die wahrscheinlich jetzt mit mir morgens auf dem Platz stehen, werden jetzt kommen und sagen, hey Glenn, hast du gehört, wir müssen länger schlafen. Mach doch mal eine Feldstudie, lass mal die Hälfte ausschlafen. Ja, das wäre mal interessant. Die Frage ist, kriege ich noch Leute hin für die zweite Hälfte? Weil wahrscheinlich alle in die Gruppe 1 fallen. Du weißt doch, wie das ist in der Schule. 1, 2, 1, 2, 1. Ja, genau. Mal durchzählen. Gruppe 1 darf ausschlafen. Ja, genau. Ist aber wirklich so. Also nicht nur das. Es gibt auch Schulen, die haben ihren Jugendlichen erlaubt, eine anderthalbe Stunde später morgens in die Schule zu kommen und haben den Schulstart um 90 Minuten nach hinten verschoben. In den USA. Und das Erste, was man festgestellt hat, neben der Tatsache, dass die plötzlich bessere Noten geschrieben haben, war, dass die Jugendlichen, die schon Auto fahren durften, weil in den USA darfst du ja mit 16 Auto fahren, fast 80% weniger Unfälle morgens hatten. Echt? Ja. Weil die zum allerersten Mal in ihrem ganzen Leben ausgeschlafen Auto gefahren sind. Ja. Und deshalb die Konzentration besser war. Ja. Krass. Ja. Mega spannend. Ja. Jetzt nehmen wir an, ich liege im Bett und ich kann einfach nicht einschlafen. Mein Kopf ist zu voll. Hast du irgendwie einen Tipp? Ich sage, diese Situation, die kennen ja viele Leute. Also ich sage, ich habe solche Tage, habe ich vielleicht 4-mal pro Jahr, wo ich einfach da liege und sage, hey, ich habe so einen Kopf. Ich habe jetzt angefangen, wenn ich das mal habe, dass ich einfach alles, was in meinem Kopf ist, einfach alles aufschreibe in ein Buch rein. Und ich habe zum Beispiel auch, wenn ich in Phasen, wo ich merke, hey, es ist extrem viel los in meinem Leben, dann habe ich das Gefühl, wenn ich nach dieser Tiefschlafphase, diese kurzen Moment wach bin und bewusst wach werde, also dass mein Gehirn, ich habe wie das Gefühl, mein Gehirn fängt an zu denken. Ja. Und dann bin ich wie gefangen. Also dann möchte ich so, scheiße, ich muss irgendwie meinen Kopf abschalten, weil sonst, ich schlafe nicht mehr rein. Ja. Das Schlechteste, was passieren kann, ist in so ein Overthinking zu geraten, weil die Leute, die sich ein Schlafproblem machen, haben auch eins. Ja. Hört sich jetzt super einfach an. Ja. Also die Leute, die jetzt das gerade das Problem haben, was du beschrieben hast, die denken sich, oh mein Gott, sei doch leise. Ja, genau. Es ist ja nicht so, als kenne ich das nicht auch. Also phasenweise hat das jeder mal und phasenweise ist sowas auch eigentlich kein Problem. Man sollte sich da halt nicht reinsteigern, wenn es phasenweise ist. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du anfängst zu glauben, du kannst nicht mehr schlafen. Weil das ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall eine... Ja, self-fulfilling prophecy. Es wird auf jeden Fall eine. Bedeutet, du hast ja eigentlich schon eine sehr gute Antwort selbst gegeben. Aufschreiben ist erstmal das Mittel der Wahl. Also ist natürlich die Frage immer, weshalb ich nachdenke. Ne? Wenn du sagst, es liegt daran, dass du momentan große Projekte hast und du hast Ideen dazu, dann schreib die auf jeden Fall auf, weil alles, was du aufgeschrieben hast, muss im Zwischenspeicher nicht mehr liegen. Mhm. Das ist genauso, hast du mal einen PC runtergefahren, bei dem noch 16 Tabs offen waren? Dauert. Ja. Ja. Dauert. Wenn du die alle vorher geschlossen hast und aus dem Zwischenspeicher, Arbeitsspeicher raus hast, geht das schneller. Und genauso ist es hier auch. Also schreib so viel, wie es geht, auf. Natürlich so ganz selbsterklärende Sachen wie, ich muss noch Waschmittel kaufen, hatte ich eben schon gesagt. Ja gut, wenn ich das irgendwo aufgeschrieben habe, dass ich noch Waschmittel kaufen muss, dann muss ich darüber nicht mehr nachdenken. Mhm. Ja? Da werde ich auch nicht nachts wach und denke, oh Gott, ich muss noch Waschmittel kaufen und ich darf es nicht vergessen. Wenn ich nachts wach werde und habe es mir noch nicht aufgeschrieben, dann schreibe ich mir es nachts auf. Nur bitte nicht die LED-Flutlichtbeleuchtung anmachen. Dafür. Ja. Ja. Da gibt es auch so, da habe ich schon alles Mögliche gelesen. Es gibt so Leute, die stellen sich irgendwie ein Figürchen neben sich auf den Nachttisch und werfen das runter, statt sich es aufzuschreiben, damit sie dann am nächsten Morgen die Figur sehen, die am Boden liegt und dann denken, ah, stimmt, Waschmittel? Okay. Ich weiß nicht so genau, man kann es ja mal ausprobieren, aber aufschreiben ist immer noch besser, weil dann weiß ich ja, warum die Figur da liegt. Das gleiche gilt für Ideen, die ich für Projekte habe oder wenn jemand Gedichte schreibt und hat eine Idee für eine Zeile, aufschreiben, weil bis morgens ist die weg, die ist weg.
Ja? Mhm. Das nächste ist, und das ist eher so ein Trick aus der Psychologie, aus der Psychotherapie, ist ein sogenannter Grübelstuhl. Für Leute, die sich dabei beobachten, dass sie abends vorm Schlafen gehen ins Grübeln verfallen, weil sie irgendwelche Probleme haben, die sie selbst, also die sie nicht lösen können, die ihnen aber Sorgen bereiten, dass sie sich quasi einen Platz, in dem Fall Stuhl, einen Platz in der Wohnung suchen, der möglichst weit weg vom Bett ist, auf den sie sich dann eine gewisse Anzahl von Minuten setzen, begrenzt, bitte nicht 2 Stunden, sagen wir mal 20 Minuten setzen und über dieses Problem sich erlauben nachzudenken und dann ganz bewusst diesen Ort verlassen und sagen, das Thema bleibt jetzt da bis morgen Abend. Ja. Das hört sich so ein bisschen nach Schwurbel an, aber rein physisch einen Ort zu einer Aufgabe zuzuordnen, macht durchaus Sinn. Also es ist nicht der einzige, nicht die einzige Thematik, bei der das angewendet wird. Ja? Mhm. Dementsprechend, das Bett sollte auch nur zum Schlafen sein. Wer im Bett arbeitet, am Laptop, der kann nicht erwarten, dass das Hirn abends denkt, ach ja, hier muss ich ruhen. Es wird nicht passieren. Ja? Jetzt denken sich die ein oder anderen, die gerade studieren, ja, in meiner 10 Quadratmeter Wohnung habe ich halt nur das Bett. Ja, das stimmt, aber auch hier muss ich schauen, dass ich das irgendwie für mein Hirn verständlich mache, wo gearbeitet und wo geschlafen wird. Ja? Ja. Gibt es noch andere Ansätze, aber das sind so die grundsätzlichen, die ich ausprobieren würde, bevor ich zum Psychotherapeuten renne. Der Grübelstuhl vor dem Psychotherapeuten. Ja. Cool. Also das sind so Sachen, die kann man für sich so ein bisschen ausprobieren. Gibt es noch, die Möglichkeit, sich über Hirnwellenstimulation ein bisschen runterzufahren? Also Brainwaves. Ja, Brainwaves. Ja, also ich habe das oft zum Arbeiten auch, einfach um in den Fokus zu kommen. Aber ich kann mir vorstellen, eben, dass du auf einer gewissen Frequenz natürlich auch runterfahren kannst und wahrscheinlich in einem, ja, fast, was ich halt immer mache am Abend, ist zu meditieren, weil ich einfach merke, ich kann dort alles gehen lassen und habe genau wahrscheinlich, dieser Grübelstuhl ist bei mir halt ein Kissen auf dem Boden, weil ich einfach merke, ich kriege den Kopf frei. Ja, ist eine Art. Also es gibt auch Leute, die machen Yoga, die meditieren. Ja, ist genau. Nicht jedermanns Sache, ist auch in Ordnung so. Es gibt auch verschiedene Arten von Entspannungstypen, also manche können damit umgehen. Und bei manchen, gerade bei den Leuten, die nicht firm sind mit Meditation, kann es auch in das Gegenteil ausschlagen. Also Leute, die nicht geübt sind, Gedanken an sich vorbeiziehen zu lassen, bei denen kann eben das Gegenteil eintreten. Und in dem Moment, wo es leise wird außen, kommt alles rein. Laut, ja. Ja. Also wer das für sich ausprobieren will, dem würde ich raten, probiert es erstmal tagsüber aus und vielleicht am Anfang mit einer Gehmeditation, mit irgendwas, wo man sich vielleicht auch noch ein bisschen bewegt oder so, nicht ganz drauf einlassen muss, sodass man übt, sich drauf einzulassen, und dann geht es auch meistens. Also das ist auch eine Möglichkeit, mit der man aber, oder die man lernen muss. Es geht nicht von heute auf morgen. Brainwaves ist eine Möglichkeit. Du hast gesagt, du machst es zum Fokussieren, das sind dann Alpha- und Beta-Wellen. Genau. Das sind diese kurzwelligen Hirnwellen, von denen ich eben gesprochen habe. Die sind auch in dieser REM-Phase da. Und dann gibt es noch Delta- und Theta-Wellen. Delta-Wellen sind die Wellen, die wir in der N3-Phase haben. Und die sind dann quasi das Gegenteil von dem, was du als Fokus nimmst, zum Runterfahren. Kann man ausprobieren. Also wenn man das möchte, kann man das auch gerne mal für sich ausprobieren. Für die Leute, die das nicht kennen, also es ist im Prinzip, also die Wellen an sich hört man kaum. Bei Alpha und Beta hört man es mehr, weil die halt kürzer sind. Bei den Delta-Wellen hört man das kaum. Drüber liegt immer so eine Art Entspannungsmusik. Also für die Leute, die vielleicht sagen, ist auch wieder Geschwurbel, selbst wenn euch die Hirnwellenstimulation nichts nützt, oft ist es auch schon die Entspannungsmusik, die einen runterfahren lässt. Also man kann es auch so ausprobieren. Genau. Du hast so viel rausgehauen, das reicht definitiv. Genau. Sehr geil. Jetzt wollte ich eigentlich noch mit den Supplements anfangen. Wir kommen noch dazu. Ich versuche. Okay, ich bin ungeduldig, du merkst es. Was mich zuerst noch interessieren würde, ist, gibt es eine ideale Schlafposition und worauf muss ich achten,
zum Beispiel, wenn ich mir eine neue Matratze zulege oder allgemein ein neues Bett kaufe oder vielleicht auch, was das Kissen betrifft. Gibt es da was, worauf ich achten sollte, oder sagst du, das spielt eigentlich keine Rolle, wenn du so diese Abendroutine, wo wir vorhin besprochen haben, eigentlich richtig machst, wenn du nicht gerade auf einem Nagelbrett schlafen willst? Ich fange mal so an. Also ich werde ab und zu mal angefragt von Firmen, die Kissen oder Bettzeug oder Matratzen verkaufen und ob ich dazu was sagen kann. Also ich bin kein Experte auf dem Gebiet ergonomische Matratzen. Mhm. Aus folgendem Grund: Wenn ich nachts nicht aufwache, weil ich das Gefühl habe zu verspannen, und wenn ich morgens nicht aufwache und mich gerädert fühle, dann habe ich mal erst vermutlich kein Problem mit meiner Schlafposition. Das sagt der Körper schon früh genug. Also wer schon mal morgens mit einem steifen Nacken wach geworden ist oder wer sich den ganzen Tag über verspannt fühlt, der weiß, wann er nicht gut schläft in der Position. Es gibt verschiedene Studien. Es gibt zum Beispiel die Aussage, dass man auf der linken Seite besser schläft, weil es die Verdauung unterstützt. Fuck. Kann man, ich schlafe eigentlich auch rechts und ich habe letztes Mal explizit versucht, links einzuschlafen. Und es funktioniert. Also die Umstellung ist nicht so schlimm. Okay. Aber hier ist es ja auch wieder ganz individuell. Also wenn ich jemandem erzähle, er soll auf der linken Seite schlafen und er schläft aber grundsätzlich in Rückenlage, wird es schwierig. Ja. An sich ist keine Lage wirklich schlecht. Normalerweise bewegt man sich auch nachts genug, um überall durchblutet zu sein. Sorgen würde ich mir machen, wenn ich jede Nacht wach werde oder jeden Morgen wach werde und meine komplette linke oder rechte Seite ist eingeschlafen. Dann bewege ich mich vielleicht zu wenig. Ja? Aber für gewöhnlich bewegt man sich genügend. In Bezug auf das Kissen? Abhängig von der Lage. Also ich muss schon einigermaßen wissen, wie ich schlafe. Also es gibt hier Bauchschläferkissen, es gibt Rückenschläferkissen, es gibt Kissen für die Seitenlage. Wenn ich das selbst nicht beobachten kann, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich das jemanden beobachten lasse, wo ich hauptsächlich schlafe. Aber auch hier, wenn ich ein Bauchschläferkissen habe und schlafe aber eigentlich in Seitenlage, wird mir mein Körper morgens sagen, hör zu, das ist nicht dein Kissen. Mhm. Weil dann schlafe ich so. Ja. Also mit schiefem Kopf. Ja. Was ich natürlich immer überlegen würde, ob ich nicht ein paar Euro oder ein paar Franken mehr drauflege, um möglichst natürliche Materialien im Bett zu haben. Ja? Bei Kissen ist es immer so eine Sache. Ich habe auch so ein Kissen aus, ich glaube, mein Kissen ist aus Silikon. Okay. Siehst du, ich weiß nicht mehr, was mein eigenes Kissen ist. Meine Eltern haben noch Federbettkissen. Ja. Mhm. Wenn das für sie wirklich ihr Leben lang ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache, oder? Genau, und sie damit gut schlafen, dann ist es gut. Ich würde aber versuchen, tatsächlich so ein bisschen auf die natürlichen Materialien zu achten. Zumindest was Bettwäsche angeht. Ja? Okay. Und ich würde, gerade wenn ich weiß, dass ich nachts sehr oft warm habe und zum Beispiel viel schwitze, würde ich schauen, dass zumindest meine Bettwäsche und auch mein Bettzeug wärmeableitend ist, dass ich das unterstütze. Aber ansonsten, was die Ergonomie angeht, ist es immer eine Sache des eigenen Wohlbefindens. Wenn ich immer Rückenschmerzen habe, würde ich mir natürlich eine Matratze suchen, die meine Lage unterstützt. Ja? Aber das machen die meisten Matratzen heutzutage. Ja. Von daher muss ich da, und die Kissen auch. Also wenn ich in ein gescheites Geschäft gehe, wo man mir auch Beratung anbietet und die fragen auch dann danach, in welcher Position schlafen sie, dann wird euch ein Kissen angeboten, was dazu passt. Also das würde ich mal von der Beratungsqualität erwarten in einem Geschäft. Mhm. Ja. Genau. Ich persönlich bin ein... Ich habe noch eine Sache. Ja, hau raus. Eine Sache. Bei Leuten, die schnarchen, die sollten sich überlegen, ob sie wirklich die Schlafposition insofern anpassen, dass sie nicht auf dem Rücken liegen. Weil hauptsächlich das Schnarchen davon kommt, dass die Zunge in den Rachenraum rutscht, nach hinten rutscht.
Okay. Ja? Und dass in Rückenlage verschlimmert wird. Betrifft mich Gott sei Dank nicht. Okay. Sonst hätte ich würde vermutlich ich keine sagen. Freundin mehr. nee, aber das wäre eine Option für diejenigen, die schnarchen, dass sie sich eine Möglichkeit überlegen, wie sie in Seitenlage schlafen am besten, weil das die das Schnarchen verbessert in den meisten Fällen. Ist nicht nur gut für denjenigen, der mit im Zimmer schlafen will, sondern ist auch gut für sich selbst, weil Schnarchen über Jahre ist auch nicht gesund. Okay, das wusste ich gar nicht. Ist eine Schlafstörung. Echt? Ja. Okay. Dass ich heute alles lernen darf. Ja. Über 80 andere. Ja? Ja, es gibt über 80 Schlafstörungen. Ja, wir machen noch Part 2 und 3 dann. Ich habe genügend Fragen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von Powernaps. Hm. Mich würde mal interessieren, was hältst du allgemein von Powernapping? Wie kann ich dieses Tool für mich nutzen und worauf sollte ich achten? Genau, ich halte viel davon, wenn man es kann. Du hattest ja vorhin schon gesagt, du kannst überall und immer schlafen, dann kannst du es. Vorweg, man darf nicht verwechseln, Powernaps und Mittagsschlaf ist nicht das Gleiche. Ja? Also Powernaps sind so maximal 20, vielleicht 25 Minuten lang, je nachdem, wie schnell man einschlafen kann. Und Mittagsschlaf wäre im Prinzip alles, was mindestens einen kompletten Schlafzyklus beinhaltet, also die 90 Minuten im Schnitt. Ja? Vielleicht kommst du jetzt auf Cristiano Ronaldo zu sprechen, weil der ja Polyphase schlafen soll. Angeblich, ich habe letztens mit seinem Coach geschlafen. Was? Gesprochen, ich habe mit ihm gesprochen. Wir haben es auf Video. Wir haben das auf Video und auf Ton und es wird veröffentlicht. Nein, ich habe mit ihm gesprochen. Liebe okay. Grüße an deinen Freund an dieser Stelle. Ja, ja, alles gut, alles gut. Jedenfalls habe ich mit dem gesprochen, sonst wird das hier noch länger, wenn ich jetzt noch... ich habe mit dem gesprochen und er meinte, er würde das anraten, aber er hat nie bestätigt, genauso wie Cristiano Ronaldo es selbst nie bestätigt hat, polyphasisch zu schlafen. Das schon mal vorweg. Polyphasisch schlafen heißt einfach, dass ich nicht meine komplette Schlafdauer auf diese besagten 5 Schlafzyklen in der Nacht zusammenhängend mache, sondern im Prinzip diese Schlafzyklen über den Tag und die Nacht aufteile. So, kann man theoretisch machen, wenn der Körper das toleriert. Ja? Du sagtest, du kannst überall und immer schlafen. Dann könntest du ein Fall dafür sein, bei dem das funktioniert. Funktioniert aber bei weitem nicht bei jedem, bei weitem. Liegt auch am Schlaftyp. Das geht dann ins Thema Mittagsschlaf, weil Mittagsschlaf wäre ja auch schon polyphasisch. Den Schlafzyklus, den ich mittags schlafe, schlafe ich vermutlich nachts nicht auch noch. Ja? Ja. Powernaps sind diese 20 Minuten. Warum 20 Minuten? Naja, weil man nach 20 Minuten irgendwann in Richtung Tiefschlafphase kommt und die sollte man nicht erreichen, es sei denn, man schläft den kompletten Schlafzyklus zu Ende. Ja. Also zwischen 20 und 90 Minuten ist nicht gut aufzuwachen, weil ich dann quasi mitten in meinem Schlafzyklus aufwache und dann eigentlich komplett verstrahlt bin. Also kann ich danach eigentlich, also wer das schon mal aus Versehen gemacht hat, der weiß, danach ist der Tag gelaufen. Dementsprechend 20 Minuten. Dieses Powernapping ist sinnvoll, wenn man das für sich positiv bewertet und ausprobiert hat und es funktioniert, kann man gerne machen. Sollte natürlich nicht die nächtliche Schlafqualität beeinflussen. Also wenn ich merke, wenn ich mittags schlafe, kann ich nachts nicht mehr schlafen, dann sollte ich es lassen. Also es ist nicht damit, sollte nicht damit die Schlafqualität der Nacht beeinflussen. Man kann diesen Powernap noch ein bisschen ein bisschen aufpeppen. Das ist jetzt so ein kleiner Hack. Indem man kurz vor dem Schlafen einen Kaffee trinkt, weil Koffein ungefähr 20 bis 45 Minuten braucht, um im Organismus angenommen zu werden, anzukommen. Und man quasi dann den Koffeinkick direkt hat, wenn man aufwacht. Geil, das ist ein richtig guter Tipp. Ja. Cool.
Man sollte dann aber die 20 Minuten nicht überschreiten. Also bei mir artet das dann so aus, dass ich in eine Schlafparalyse falle. Schlafparalyse kennt vielleicht der ein oder andere an sich, aber nicht unter dem Namen oder unter einem anderen Namen. Im Prinzip ist das eine Art von Problematik, dass man in einer Schlafphase oder in denen das Hirn in einer Schlafphase wach wird, in der aber noch quasi der Körper paralysiert ist. Das ist im Prinzip die REM-Phase. In der REM-Phase ist unser Körper komplett gelähmt, damit wir nicht das ausüben, was wir träumen. Und dementsprechend wird unser Hirn wach und wir merken auch, dass wir wach sind, aber wir können uns nicht bewegen. Das ist eins der schlimmsten Gefühle, das man haben kann. Und das ist auch sehr, also man kriegt auch Panik, wenn man sich nicht bewegen kann. Und das ist zum Beispiel, was bei mir passiert, wenn ich die 20 Minuten mit Koffein vorher überschreite. Deshalb sollte man sich dann einen Wecker stellen, wenn man das mit dem Kaffee ausprobiert. Aber du machst selber in diesem Fall Powernaps? Ich mache ab und zu Powernaps. Also es kommt immer drauf an, also ob es in meinen Tagesablauf passt. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich es, ja. Ich schicke dir ein Geschenk. Du musst mir noch deine T-Shirt- oder Pulli-Größe angeben von deinem Pullover. Weil in meiner Box, wo ich trainiere, die haben jetzt neu haben die T-Shirts gedruckt und Pullover. Die haben so ein Faultier auf so eine Langhantel gemacht. Sieht richtig geil aus. Und der Slogan ist Power Naps Between Sets. Das passt ja, das passt sogar zu meinem Sport viel besser. Weißt du, warum ich Gewichtheben mache und kein Crossfit mehr? Ich sag immer, weil ich zwischen den Sätzen sitzen kann. Perfekt, umso besser. Ich sende dir so eins. Du kannst auswählen, ob T-Shirt oder Pullover, aber das macht auf jeden Fall. Sehr geil. Wenn jetzt irgendjemand sagt, scheiß drauf, was die da erzählen, ist mir scheißegal. Vielleicht ganz kurz für diese Person, was sind die langfristigen Folgen, wenn ich diese Dinge nicht beachte oder einfach eine schlechte Schlafqualität habe über mehrere Jahre hinweg? Mhm. Puh, jetzt muss ich gucken, wo ich anfange und dass ich jetzt hier niemanden zu sehr verschrecke. Weil es ist schon heftig, ne? Also ich hatte eben, manche Sachen habe ich schon erklärt, aber eben auch nicht, also nur im Positiven erklärt. Zum einen ist es das Thema kardiovaskuläres System. Also wenn ich zum Beispiel über Jahre meine Tiefschlafphasen verkürze oder fast nicht habe, dann habe ich natürlich nie die Situation, dass mein Puls, mein Blutdruck, mein Cortisolspiegel nach unten fällt. Das bedeutet, ich habe permanenten Stress auf Gefäßwände und die werden niemals repariert. Permanenter Stress auf Gefäßwände ist ganz schlecht für kardiovaskuläre Ereignisse. Sprich, Herzinfarkt, Hirnschlag. Ist eigentlich die beste Vorbereitung, wenn man sowas haben will. Ich liebe deinen Humor. Das ist zum Beispiel ein Thema, ein großes Thema. Dann ist momentan in der Schlafforschung ein ganz großes Thema, was es für Auswirkungen hat, wenn man besonders Tiefschlafphasen nicht ausnutzt oder nicht hat oder zu wenig hat, in dem Bereich von der Reinigung unseres Hirns von Metabolismusabfall, wenn man so will. Mhm. Also das hat 2014 eine Forscherin bestätigt, dass es ein sogenanntes glymphatisches System im Körper gibt. Das bedeutet, dass es im Prinzip so ähnlich wie das Lymphsystem gibt es im Hirn. Die Lymphe macht es für den Körper oder ja, wenn man das mal unterteilt und das glymphatische System für das Hirn. Da geht es im Prinzip darum, dass sogenannte Kleberzellen, die werden in den Tiefschlafphasen reduzieren, die ihre Größe. Und dann wird durch diese Reduktion der Größe wird dann Zwischenraum zwischen diesen Zellen frei. Und da kann diese Hirnflüssigkeit kann zirkulieren und kann den Abfall, die Abfallstoffe der Hirnnutzung können abtransportiert werden. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn diese Kleberzellen nicht schrumpfen, denn das tun sie ja nur in den N3-Phasen. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass es wahrscheinlich später oder eine große Auswirkung darauf hat, ob ich an
neurodegenerativen Krankheiten erkranke. Ja? Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Und ja, um das Fass voll zu machen mit gefährlichen Krankheiten. Ich hatte kurz vorhin von Jetlag gesprochen. Arbeitende in Schichtarbeit, ja, also die permanent von Jetlag betroffen sind, weisen eine weit höhere Krebsrate auf als Arbeitende in Nicht-Schichtarbeiten. Hat man ganz besonders mal in einer recht kleinen, aber finde ich ziemlich spannenden Studie herausgefunden, weil damals die Iceland Air, also die Fluggesellschaft aus Island, hat herausgefunden, dass bei den Piloten einige Krebsfälle aufgetreten sind. Und die wollten wissen, warum so eine höhere Krebsrate als in der sonstigen Bevölkerung bei diesen Piloten ist. Und dann haben sie da draußen eine Studie gemacht und sie dachten eigentlich, dass es daran liegt, dass die Piloten, die die Nord-Süd-Achse befliegen, also die quasi, ja, wenn man so will, mal von Island nach Afrika fliegen, permanent, dass die dann in Afrika, haben sie ja eine Aufenthaltszeit, bevor sie wieder heimfliegen, und in diese Aufenthaltszeit gehen sie mit ihrer hellen Haut, die Isländer, vielleicht zu sehr in die Sonne und bekommen dadurch Krebs. So. Dann hat man die ganzen Studienteilnehmer aufgeteilt in Nord-Süd-Flieger und Ost-West-Flieger. Und die Ost-West-Flieger hatten die Krebsrate, nicht die Nord-Süd-Flieger. Das bedeutet, dann kommt jetzt wieder das Argument, ja, die Strahlung ist ja da höher in der Höhe und so fort, aber dann müssten ja die Nord-Süd-Flieger genauso belastet sein. Aber es waren hauptsächlich die Ost-West-Flieger. Und das liegt daran, dass die permanent diesem Jetlag ausgesetzt sind. Und das Gleiche gilt für Schichtarbeitende in anderen Berufen. Also gerade Krankenpfleger, Krankenschwestern, Krankenpfleger und Arbeitende im Industriesektor, die Nachtschichten arbeiten oder die Schichtwechsel haben. Und das Interessante daran ist, dass es meistens Krebsarten sind, die hormonell beeinflusst sind, also Prostata-Brustkrebs. Und was noch, was das Gegenteil natürlich bewiesen hat, oder was heißt bewiesen, herausgestellt hat, ist, dass zum Beispiel Nachtportiers, die nur Nacht arbeiten, keine erhöhten Krebsraten haben. Weil die der Zyklus wieder stimmt. Ja. Okay. Ja, du hast definitiv jetzt genügend Argumente rausgehauen. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Toll! Jetzt kommt dein Thema, wo du schon lange darauf wartest. Nein, lass uns noch ganz kurz auf diese Schlafoptimierungstools eingehen. Was mich grundsätzlich interessiert, ist einfach, wenn diese Basics stimmen, und davon gehen wir jetzt mal aus, was gibt es für Tools, die ich für mich nützen kann? Was sagst du, ey, das ist sinnvoll, und was sagst du, ist einfach kompletter Bullshit? Also mit Melatonin dazuführen, Aura-Rings, Uhren, die irgendwie was tracken, dann Blaulichtbrillen, ätherische Öle, Lavendel, Zeug und Sachen. Ich habe mir so eine Blaulichtbrille zugelegt und ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ey, ich habe da jetzt extrem viel Benefit draus gezogen, weil ich es noch nicht genügend lang mache vermutlich und weil ich einfach vermutlich auch ein schlechtes Beispiel bin, weil ich einfach, wie gesagt, sowieso immer gut schlafen kann. Ja, das Letztere wird wahrscheinlich eher das Problem sein, dass du da keine großen Fortschritte siehst. Ja. Du hast jetzt schon schön gesagt, wenn die Basics stimmen, das will ich auch nochmal betonen, wir hatten jetzt heute über Schlafhygiene gesprochen, wir hatten über Routinen gesprochen. Fangen wir mal an bei dem Thema Ernährung/Supplements. Also bei der Ernährung kann man schon so ein bisschen spielen, wobei ich sagen muss, das sind dann so die letzten 2%, die man noch machen kann. Ne? Also was zum Beispiel immer mal wieder besprochen wird, sind verschiedene Aminosäuren, die in verschiedenen Lebensmitteln vorkommen, die schlaffördernd oder schlafhemmend sein können. L-Tryptophan ist ein Thema, das ist eine Aminosäure, die zum Beispiel in Linsen vorkommt, in Reis, in Bananen,
in weißem Fleisch, weißem Fisch, in Eiern vermehrt vorkommt, so muss ich sagen, weil vorkommen tut sie in sehr vielem. Und diese Aminosäure ist eine Vorstufe von Serotonin, also aus der verstoffwechselt oder aus der baut unser Körper Serotonin und aus Serotonin baut unser Körper Melatonin. Und Melatonin ist so ein bisschen bekannt unter Schlafhormon in Anführungszeichen. Es hat viel mit unserer Tagesrhythmik zu tun und dementsprechend, also es kommuniziert unserem Körper, wann es Zeit ist zu ruhen. Ja? Mhm. Und wenn man die Synthese von Melatonin im Körper triggern will, kann man so ein bisschen in der Ernährung auf diese Lebensmittel achten, die besonders viel L-Tryptophan enthalten. Das Gegenteil wäre L-Tyrosin. Tyrosin ist vorhanden in rotem Fleisch, rotem Fisch, in Rotwein, in Schokolade, in Nachtschattengewächsen und in Spinat. So, zum Beispiel. Und das ist eher wachsamkeitsfördernd. Ja? Von daher wären das vielleicht Sachen, die ich, wenn ich sie in großen Maßen esse, eventuell ausprobieren könnte, ob ich sie ein bisschen verringere. Mhm. Das zum Thema Ernährung, ganz unabhängig natürlich von dem Timing der Mahlzeitenaufnahme, aber das Thema hatten wir schon. Dann kommen wir zu den Supplements, was ich immer empfehle, und ich verkaufe jetzt hier kein Produkt einer bestimmten Firma, sondern das empfehle ich aus, um mein Gewissen reinzumachen, ist im Prinzip Magnesium, eine hochwertige Magnesiumverbindung. Und die möglichst abends, weil sie im Prinzip entspannend wirkt. Es gibt vereinzelt Personen, die reagieren nicht gut auf Magnesium abends, aber das muss man für sich selbst rausfinden. Die meisten reagieren sehr gut auf Magnesium abends. Und das wäre was ich auch ganz unabhängig von Schlaf jedem empfehlen würde, der sich zumindest ein bisschen bewegt. Mhm. Ja, weil das ist was wir nicht genügend über die Ernährung in der heutigen Form zu uns nehmen können. Ja, also Magnesium würde da auf jeden Fall auch. Da bin Bitte? Ich im Game, das mache ich. Ja, sehr gut. dann hattest du gesagt, was halte ich von Melatonin? Melatonin als genau, Supplement. Also einfach, ich habe das Gefühl, es ist ja aktuell ein Riesentrend. Jede Supplement-Firma hat irgendwie noch ein Melatonin Schlaf-Supplement raus, einfach, dass die was im Sortiment haben. Ja, und ich habe tatsächlich mit mehreren Herstellern von Melatonin-Präparaten bis aufs Messer schon diskutiert, weil ich wissen wollte, ob die sich überhaupt dabei was gedacht haben oder ob sie auf den Trendzug aufspringen. Meistens ist es Letzteres. Das verkauft sich im Moment ganz gut. Also meine Frage ist vor allem auch, wenn wir jetzt den Sprung machen zum Krafttraining, ist es ja so, dass wenn ich extern Testosteron zuführen würde, dann nimmt ja mein Testosteronspiegel automatisch ab, weil der Körper merkt, hey, ich muss es gar nicht mehr selbst in diesem Ausmaß produzieren, weil ich es von extern zugeführt bekomme. Und ich weiß es halt nicht, deshalb Frage an dich, ist das bei Melatonin genau dasselbe? Ja, also es ist reversibel, aber in dem Moment geht man davon aus, dass es so ist. Im Moment ist die Studienlage so semi-gut. Es wird gerade viel dran geforscht. Die meisten Studien sagen, es schadet nicht, aber es nützt auch nichts, das zu nehmen. Bei Melatonin muss man wissen, Melatonin in Reinform hat eine Halbwertszeit von einer halben Stunde. Also es würde, wenn überhaupt, zum Einschlafen helfen, aber nicht zum Durchschlafen. Für Leute, die nicht durchschlafen können, bringt die Reihenform gar nichts. Es gibt retardiertes Melatonin, das wirkt dann immer wieder so in Wellen. Das kann dann auch beim Durchschlafen mal helfen, weil man dann ja quasi, wenn es nicht mehr wirkt, die nächste Welle auslöst. Das ist aber was auf jeden Fall verschreibungspflichtig ist. Und daran kommt man nicht einfach so. Bedeutet, an sich finde ich, dass Melatonin eine Daseinsberechtigung hat, besonders bei Personengruppen wie zum Beispiel Schichtarbeitenden, die morgens einschlafen müssen, aber nicht können, weil sie nach der Nachtschicht halt mal schlafen müssen. Was ich aber nicht gut finde, ist, dass man im Prinzip den Grund der Schlaflosigkeit oder der Schlafproblematik total ignoriert und stattdessen mal lieber ein Supplement reinschmeißt. Ja? Ja. Ja. Ja.
wenn ich neben der Hauptstraße schlafe und weil ich nicht schlafen kann, mir Melatonin reinballer oder Magnesium, da kann ich kiloweise Magnesium und Melatonin nehmen, da habe ich das Problem, das Grundproblem gelöst. Ist wie die Leute, die scheiße trainieren, sich scheiße ernähren, aber das beste Proteinpulver suchen. Ja. Mann. Genau, also das halte ich persönlich von Melatonin. Wer das Geld hat und das Geld gerne ausgeben will. Supplementfirma schenken will. Ja. Ich werde ihn nicht daran hindern. Gehen wir ganz kurz die Dinge noch durch, die ich gesagt habe. Uhren? Nein. Können nicht sicher Schlafphasen unterscheiden. Hauptsächlich, weil die Tiefschlafphase und die REM-Phase mit den Messparametern, die dort in den meisten Fällen gemessen werden, nicht klar zu unterscheiden sind. Mit einer Ausnahme, es gibt ein Tool, das Gadget, das heißt Whoop. Das ist ganz okay. Da ist die Problematik aber dadurch, dass es ein Armband ist, wenn ich mich viel bewege nachts, dann wird es vermutlich verrutschen und dementsprechend auch nicht mehr sauber messen. Ich hatte das selbst. Ich habe einen sehr ruhigen Schlaf. Bei mir hat das meistens funktioniert. Aber auch ich hatte mit ruhigem Schlaf Nächte, wo es einfach umgeklappt ist und dementsprechend nicht mehr sauber gemessen hat. Du hattest auch Ring gesagt. Das hast du auf den Bildern bei deiner Homepage, oder? Ja. Hast du das an? Ich habe zuerst gedacht, du willst deinen Bizeps messen. Nein. Nein, Spaß. Wenn ich was nicht trainiere, ist es Bizeps. Habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Genau, jetzt hatte ich das Whoop genannt. Das ist ein Tool, was wirklich nur auf Regeneration und Schlaf abzielt. Von daher hat es eine bessere Messqualität. Die beste Messqualität hat momentan der Ring, dieser Aura-Ring oder Ura-Ring. Weil er halt einfach so eng anliegt am Finger, dass er eigentlich auch nicht verrutschen kann und nochmal ein paar Parameter mehr hat als das Whoop. Okay. Wer sowas haben will und dafür wahnsinnig viel Geld ausgeben will, bitteschön. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt dem Otto-Normal-Sportler oder Otto-Normal-Verbraucher raten, weil ich brauche keinen Hunderte von Euro Ring, um rauszufinden, ob es mir gut geht. Wenn ich morgens 4 Liter Kaffee trinke, dann brauche ich keinen Ring, der mir sagt, dass ich schlecht schlafe. Ja. Blaulichtbrillen? An sich eine gute Idee. Du hast bei dir schon gesagt, dass du keinen sonderlich hohen Mehrwertgrad siehst, aber du sagst ja auch, deine Schlafqualität ist nicht schlecht. Was jetzt ganz spannend wird, ist, dass es mittlerweile sogar Produkte gibt, die beides können. Also die Blaulicht filtern abends und die besonders bei Schichtarbeitenden nachts, wenn die Umgebungsbeleuchtung niedrig ist, nach innen Blaulicht senden. Ah, also okay. Die Brillen sind nach innen beleuchtet. Okay. Das ist ganz spannend, nicht nur bei Schichtarbeitenden, sondern auch bei Leistungssportlern, die zum Beispiel eine Umstellung der Tagesrhythmik haben, weil sie Wettkämpfe in anderen Zeitzonen haben. Geil, ja, mega spannend. Ja. Gut, wir kommen dem Ende näher. Ich habe gesagt am Anfang, ich würde dir noch eine psychologische Frage stellen. Und zwar, ich behaupte, dass eigentlich viele Menschen wissen, was zu tun wäre, aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Das ist ja bei der Ernährung genauso wie beim Training und auch wahrscheinlich beim Schlaf. Was würdest du einem Menschen sagen, wie kommt er in die Umsetzung? Ich bin ein großer Freund von sowas wie Mood-Trackern, weil ich dann genau sehe, was hilft oder wann es mir gut geht und wann es mir nicht gut geht. Und da würde ich auf jeden Fall die gefühlte Schlafqualität mit aufnehmen. Weil wenn ich morgens aufwache und mir jeden Morgen aufschreibe, dass ich eine gefühlte Schlafqualität von 30% habe, dann würde ich behaupten, es sind die Personen, also haben die Personen, die dann immer noch nichts unternehmen, ein maximales Problem der Realitätswahrnehmung. Also ernsthaft, wenn ich mir eingestehe, dass ich jede Nacht schlecht schlafe, dann brauche ich eigentlich keine externe Überzeugung mehr darüber, dass ich was ändern muss. Ja. Letzte Frage.
Was denkst du, wird in den nächsten 10 Jahren im Bereich Schlafoptimierung noch passieren? Ein erhöhter Druck auf Arbeitgeber bezüglich der Gestaltung der Arbeitszeiten. Okay. Das glaube ich und das hoffe ich auch. Das ist mein größter Wunsch. Sehr cool. Cristiano Ronaldo hatte ich noch auf der Liste, aber den streifen wir. Ich gebe dir noch ganz kurz ein paar Satzanfänge und du beendest einfach die Sätze. Hat es mit Schlaf zu tun oder einfach so? Alles querbunt. Oh. Okay. Krafttraining ist... Ich bin der spontanste Mensch der Welt, also nein. Ja, jetzt wirst du gezwungen. Okay. Krafttraining ist... Unumgänglich. Meine Morgenroutine besteht aus... Kaffee und Licht. Wenn ich auf dieser Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das... Habt Spaß. Mein Lebensmotto lautet, dass ich jeden Tag ein neues finde. Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Egal ob tot oder lebendig. Stell die Frage hinten an. Mein schlimmstes Date. Gab's nicht. Gut. Wenn ich eine Allwissende treffen würde, was würde ich sie fragen? Oh mein Gott, was sind das für Fragen? Hinten anstellen. Geld ist semi-wichtig. Der schönste Ort, an dem ich jemals war. Paraguay. Ich vermute der Sinn des Lebens. Das Leben? Geil, ja, sehr gut. Ich komme trotzdem nochmal darauf zurück. Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen gehen? Mit dir. Sehr gut. Also das mit dem Tod oder lebendig, das ist so nicht. Du musst dann bitte lebendig sein, weil als andere wäre komisch. Und die Allwissende, was würdest du die fragen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre das so eine Situation, wo ich dann den Rest meines Lebens denke, oh Gott, ich hätte sie fragen können. Ich hätte, ja, genau. Und wahrscheinlich kommt dir das heute Abend beim Zähneputzen dann in den Sinn. Ach, das hätte ich sagen können. Noch ganz kurz, das geht noch schneller. Ein paar Entweder-Oder-Fragen. Oh Gott. Krafttraining oder Biken? Krafttraining. Talent oder harte Arbeit? Harte Arbeit. Winter oder Sommer? Sommer. Abendkleid oder Jogginghose? Jogginghose. chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Film oder Buch? Eigentlich Buch. Was heißt eigentlich? Dass mein Lieblingsfilm eigentlich ein Buch ist, aber bei dem ist es umgekehrt. Also bei dem finde ich den Film besser. Was ist das? Call Me By Your Name. Okay, den kenne ich nicht. Ja. Muss ich mal schauen. Frauenfilm. Mac oder Microsoft? Microsoft. Backpacking Roadtrip oder 5-Sterne-Hotel-Urlaub? Backpacking. Selbst kochen oder auswärts essen gehen? Selbst kochen. Gedanken lesen oder Zeit reisen können? Gedanken lesen. Du hast es geschafft. Oh mein Gott, ey. Du hast so viele Aufgaben, die krassesten Fragen hast du einfach beantwortet und einfach bei diesen Entweder-Oder-Fragen voll am Struggle und so.
Ja, das ist immer schwierig. Mein Rat wäre, habt Spaß. Und warum? Also entscheiden ist halt immer blöd, weil wobei ich ihn gern, also ich entscheide sehr gerne, weil was man entschieden hat, über das muss man nicht mehr nachdenken. Ja, das ist mal ein cooler Satz. Ja, sehr cool. Ja, Anni, wir sind am Ende. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Meine Frage ist noch, was soll ich alles von dir verlinken? Ich verlinke sicher deine Homepage, dann verlinke ich Instagram. Dann, wenn ich richtig geschaut habe, hast du am 29., das ist glaube ich heute in 2 Wochen, hast du ein Online-Seminar. Ja. Das werde ich sicher noch pushen. Gibt es sonst noch was? Nö, das sind so die Hauptquellen. Alles, was ich so gemacht habe an Podcasts, Blogbeiträgen und so weiter, selbst extern ist auf der Homepage verlinkt. Instagram ist, glaube ich, vom Content her das, wo ich am meisten Inhalt habe im Kurzformat. Also die Leute, die zu gewissen Themen mal ganz kurz was durchlesen wollen, ein paar Sätze, die sind auf Instagram gut beraten. Und ansonsten, wer noch Fragen hat, kann sich natürlich gerne melden. Alle möglichen, Kanäle haben meine Kontaktdaten drin. Sehr cool. Und dann, es ist schon spät. Bei uns, wo wir das gerade aufnehmen, ist es schon spät. Krass, ja. Du bist ja eine Person, die hat 2 Instagram-Accounts. Ich finde das richtig cool, weil du dann auch wirklich auf die Thematiken halt genau die einzelnen Seiten so bespielen kannst. Richtig cool. Ich werde auf jeden Fall beides verlinken, weil ich weiß, dass auch Leute zuhören, die Krafttraining affin sind. Okay, gut. Darfst du. Gut, an dieser Stelle nochmals vielen, 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 vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben unglaublich lange gequatscht. Ich schätze das sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Allerbeste und mach so weiter. Man merkt, du brennst für dieses Thema. Und richtig, richtig geil. Danke dir für deine Einladung. Ich hoffe, das hört sich jemand bis zum Ende an. Auf jeden Fall. Genau. Und was ich noch sagen wollte, wenn jetzt jemand zuhört bis zum Ende und sich sagt, das Thema ist cool, lass davon mal noch ein bisschen mehr machen, dann soll er sich bitte bei einem von uns beiden melden. Unbedingt. Ja. Dann machen wir da weiter. Sehr cool. Anni, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Jetzt heißt es Licht ausmachen. Danke gleichfalls, schlaft gut. Tschüss. Tschüss.